So, da sind wir jetzt in meiner alten Heimat sozusagen. Wir sind wieder in Gridania. Huch, hat er mich jetzt gerade erschreckt. Gut, hier ist das Luftschiff. Ich denke mal, dass ich mit ihm reden muss. Nee, ihn kann ich nicht anklicken. Da kann ich auch nicht reingehen. Okay, vielleicht kann ich auch erstmal nicht mit dem Luftschiff zurückreisen, was natürlich ein bisschen blöd wäre, weil ich ja eigentlich jetzt nur die Story weitermachen wollte, aber zwischendurch eigentlich nochmal, ja, komplett weitermachen wollte. Heimbedienstete Ausgang. Achso, vielleicht muss ich auch erstmal rausgehen und dann wieder reingehen fürs Luftschiff oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gucken jetzt hier erstmal bei der Quest weiter. Ah, du musst die Gesandte aus Limsa-Luminsa sein. Willkommen in unserer friedvollen Waldstadt. Die älteste Saatseherin erwartet dich bereits. Denk mal, es geht hier um die Ehrenwache der Bruderschaft. Du bist die Gesandte aus Limsa-Luminsa. Willkommen in Gridania. Kan'e-Sena erwartet dich schon am Wasserrosentisch. Ich soll dir behilflich sein, falls du den Weg nicht weißt. Du musst zu Nofikas Altar in Alt-Gridania. Dort wartet eine Druidin, die dich zur Saatseherin vorlassen wird. Okay. Ich weiß so in etwa, wo das ist. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich bin. Moment, ich glaube, ich bin jetzt im Keller hier von dem Gasthaus. Kann das sein? Weil da bin ich nur einmal runtergelaufen. Das habt ihr auch alles. Genau, Mions Stübchen. Mit der kann ich gar nicht sprechen. Sauerei, mit der konnte ich doch alles machen. Aber ich schätze mal, dass das dann später kommt. Gut, er hat jetzt gesagt nach Alt-Gridania und dann. Jetzt muss ich mal eben schauen. Klar, wir sind hier jetzt in Neugridania, also sprich oben links raus. Und dann sollte das eigentlich die. Nee, die Gilde der Druiden ist hier, glaube ich, gewesen. Ja, ich laufe jetzt erstmal dahin und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Ja, genau, dann werde ich wohl mit der Druiden sprechen. Da wollte ich eigentlich auch nach Möglichkeit als erstes hin. Das ist ja cool. Du bist die Gesandte aus Limsa-Luminsa. Darf ich dich bitten, das Dokument vorzulegen, das du unserer Saatseherin zu übergeben gedenkst. Wieso habe ich. Achso, ja klar, ich habe ja noch eins. Hallo? Sag mal. Geht das noch? Bleibst du mal da drin? In der Tat, das ist das Siegel des Admirals. Bitte komm weiter. Okay. Das ist nicht die Druidin, die Sei ich meinte. gegrüßt. Gesandte aus Limsa-Luminsa. Als Abenteurerin hast du es offensichtlich weit gebracht. Admiral Merwib muss dir großes Vertrauen entgegenbringen. Tritt näher. Willkommen in Gridania. Mein Name ist Kan'e-Sena. Ich führe die Bruderschaft der Morgenwieber, die staatliche Gesellschaft Gridanias. Welche Botschaft bringst du von Admiral Merwib? Eine Gedenkfeier für die Gefallenen der Schlacht von Cattanou. Dass nun schon 5 Jahre verstrichen sind und der Schmerz noch immer kaum verklungen ist. Alles begann, als die Garleer auf die Idee verfielen, die ganze Welt müsse sich ihrer Herrschaft beugen. Die drei Stadtstaaten gründeten staatliche Gesellschaften nach dem Vorbild unserer Vorväter und schmiedeten die Eozäische Allianz aufs Neue. Aber hatten wir damals das Projekt Meteor vorausgeahnt? Welch ein Fiebertraum eines kranken Geistes. Wer würde auf die Idee verfallen, einen Mond auf Eozera zu schleudern, um die Welt zu reinigen? Wir versuchten, den herabstürzenden Dalamut aufzuhalten und sammelten all unsere Kräfte an dem einzigen Ort, von dem aus das möglich war, auf der Cattanouer Heide. Doch von dort mussten wir erst
Nael von Darnus, den siebten Legion, verdrängen. Es entbrannte ein Kampf, der uns heute als die Schlacht von Kate nur in schmerzhafter Erinnerung ist. Wir alle kämpften mit unvergleichlichem Mut. Auch unzählige Abenteurer wie du riskierten ihr Leben. Doch das brachte uns nicht die Rettung. Aus Dalamut brach der Prärie Bahamut hervor und legte alles in Schutt und Asche. Wer, frage ich dich, hätte so etwas jemals für möglich gehalten, wenn es nicht wirklich passiert wäre? Der siebten Legion erging es nicht besser als uns. Beide Armeen erlitten furchtbare Verluste. Glühende Brocken schlugen überall ein und das Land stand in Flammen. Noch nie zuvor hatte ich eine derartige Verwüstung mit angesehen. Es war unbeschreiblich. Den zwölf sei Dank, dass einige von uns vor dem sicher scheinenden Tod gerettet wurden. Ich selbst hatte nicht mehr zu hoffen gewagt, lebend aus der Hölle hervorzugehen. Doch plötzlich war ich in ein wunderbares, blendendes, helles Licht gehüllt. Als ich wieder zu mir kam, war der Drache verschwunden und das schwellende Land entstellt von dem Inferno. Hätte der weise Louis Sox überlebt, der Anführer der Exegenten, so mussten wir, was damals wirklich geschah. Doch er ist nicht mehr unter uns. Und so blieben wir zurück, Gameplayerin. Das geschundene Land, unsere zerstörten Existenzen, alles vernichtet und wüst. Mit Mühe rafften wir uns auf, unser Land neu aufzubauen und zu ordnen und verloren darüber alle unsere Gefahren aus dem Blick. Die Premae, ja, die wilden Stämme beschworen ihre Gottheiten wieder. Mit ihnen hat jeder der Stadtstaaten zu kämpfen. Und wenn wir ihnen nicht rechtzeitig Einhalt gebieten, werden wir zu schwach sein für die große Konfrontation, die noch vor uns liegt. Denn Eocea befindet sich im Krieg mit Galemald. Das dürfen wir niemals vergessen. Was möglich ist und was unmöglich, das liegt letztlich bei uns. Wir müssen uns stärken für die schlimmsten Zeiten und den Zusammenhalt festigen. Die Gedenkfeier, der Admiral Merwib vorschlägt, ist ein guter Weg. Es sei. Bring Admiral Merwib die folgende Botschaft. Credania wird eine Feier für die Gefallenen abhalten und du sollst dabei auch eine Funktion übernehmen. Ich werde den Admiral durch einen meiner persönlichen Boten benachrichtigen. Du wirst nun nach Ulda reisen, nehme ich an. Dann bestelle Rauban auch von mir die besten Grüße und sag ihm, dass der dunkle Wolf zum Sprung ansetzt und ich meinen Rat zum Zähmen von wilden Tieren sehr zu schätzen wusste. Merk dir das Wort für Wort. Und dir danke ich für deine zuverlässigen Dienste. Mir scheint, Admiral Merwib hat dir mit dir die richtige Wahl getroffen. Okay, jetzt wieder zum Luftlandeplatz und ja, zum nächsten Ort, denke ich mal, reisen.
So, ich muss jetzt sagen, dass ich mich jetzt hier überhaupt nicht auskenne. Wahrscheinlich muss ich erstmal mit dem sprechen. Du musst die Gesandte aus Gridania sein. Willkommen in der Perle der Wüste. Ich hoffe, der Flug war angenehm. General Rauban erwartet dich bereits. Du musst die Botin aus Limsa-Luminsa sein. Wir wurden bereits in Kenntnis gesetzt. General Rauban erwartet dich. Wenn du dich bitte mit dem Lift zur Ebene der Redner begeben würdest. Wenn du mir sagst, wo der Lift ist. Der hat so in die Ecke hier genickt, aber das scheint kein Lift zu sein. Front. Ah, hier ist ein Aufzug. Oh, hallo, Kleiner. Ebene der Redner, okay. Und jetzt? Komme ich jetzt hier keine abholen oder was? Moment, einmal da durchlaufen, dann bis zum Ende, okay. Ja, das habe ich jetzt natürlich vergessen drüben. Ich weiß auch nicht, ob man das so gebietsübergreifend überhaupt machen kann. Da bin ich jetzt überfragt. Ich gehe mal davon aus, dass man wirklich mit dem Luftschiff von Gebiet zu Gebiet fliegen muss und dann wirklich nur innerhalb der Gebiete dieses Ätheritennetz benutzen kann. Hallo, was stehen Sie denn hier alle im Weg rum? Du bringst Botschaft aus Limsa-Luminsa. Darf ich bitte einen Beweis für diese Behauptung sehen? Ja, da klappt das jetzt direkt. Ja, vielen Dank. Das offizielle Siegel von Limsa-Luminsa. Dann geh bitte weiter zum General. Die Abgesandte aus Limsa. Du siehst ja halbwegs ehrenhaft aus für eine Piratin. Du musst eine fähige Frau sein, wenn Admiral Merlweb dir vertraut. Willkommen im Sultanat Uldar. Ich bin Rauban Aldin, Anführer der Legion der Unsterblichen. Also sprich, was führt dich hierher? Eine Gedenkfeier also. Du weißt, wie es zwischen Eocera und dem Galaischen Reich steht? Khan Ezenna hat dir gesagt, dass es schlimm aussieht. Damit kann sie wohl nicht Ulda gemeint haben. Obwohl es tatsächlich etwas eng werden kann und schöne Grüße sollst du mir bestellen und meinen Rat zum dunklen Wolf einholen, wenn das nicht bedeutet. Gameplayerin, es gibt ein paar Dinge, die du über die Galea wissen solltest. Vor 50 Jahren waren diese Bastarde noch völlig unbedeutend, ein Volksstamm unter vielen, der im Norden ohne besondere Errungenschaften dahinlebte. Dann ließ eine Verirrung des Schicksals sie auf die Magitech-Technologie stoßen. In kürzester Zeit verlieh ihnen das neu erworbene Wissen überragende Macht. Und dann gab es kein Halten mehr. Sie fielen mit ihren Maschinen in Eocera ein und überrannten Alamigo. Das Kaiserreich ist übrigens noch gar nicht alt. Von dem derzeit regierenden Kaiser war es eine Republik. Und momentan ist die Lage gespannt, weil der Kaiser schon über 80 ist. Alles wartet auf einen deftigen Nachfolgestreit. Er ist ein begnadeter Anführer seines Volks, und wenn der Falsche an die Macht kommt, ist der Zusammenhang des gesamten Reichs in Gefahr. Deswegen verhält sich das Kaiserreich in letzter Zeit auch so ruhig. Die haben auch intern einiges zu bewältigen. Uns wäre es natürlich recht, wenn sich die Galeer einfach selbst ausheben würden. Dann können wir in Frieden die letzten Wiederaufbauarbeiten nach der Katastrophe leisten. Aber so einfach wird die Sache wohl nicht werden. Die 14. Legion wetzt schon die Messer, blutdürstig wie eh und je. Legatus Gaius Van Balsa führt die Truppen.
Ein wahrer Geißel Eoseras. Wenn wir die Konfrontation noch etwas hinausschieben könnten. Es ist ja nicht nur der Wiederaufbau, der unsere Kräfte bindet. Wir haben auch mit Primae zu kämpfen, diesen unberechenbaren Götzen, die sich die wiedererstarkten wilden Stämme herbeibeschwören. In dieser Hinsicht sind wir sogar in derselben Lage wie die Galea. Denen sind die Primae genauso ein Dorn im Auge. Wir haben die Galea ein Auge mehr, nur haben die Galea ein Auge mehr als wir. Den Wolf zähmen, was? Die Staatsseherin zögert mal wieder, die Dinge beim Namen zu nennen. Dann ist wohl die Zeit gekommen, da wir uns den Galeern entgegenstellen müssen. Sobald Bewegung in die 14. Legion kommt, ist das Primae-Problem erstmal zweitrangig. Merlwyb hat vielleicht gar nicht so unrecht. Eine Zeremonie wie diese Gedenkfeier könnte den Zusammenhalt stärken und die Leute daran erinnern, dass unser Kampf noch keineswegs ausgestanden ist und dass die Nachwelt Heldenmut gebührend zu würdigen weiß. Was soll ich der Sultana und dem Skorpiokreis also sagen? Nichts. Nanamo müsste im Palast sein. Ich werde ihr persönlich berichten. Jawohl. Und der Staatsseherin werde ich meine Ansicht zum Umgang mit Wölfen schreiben. Dir, Abenteurerin, vielen Dank. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Die Stimme des Meeres. Du hast nun Zugang zu den Linienluftschiffen, die zwischen den drei Stadtstaaten verkehren. Für eine bestimmte Gebühr kannst du vom Luftschiff-Landeplatz der jeweiligen Stadt aus an Bord gehen. Was? Ich muss doch noch Gebühr zahlen? Oh Gott. Okay. Das Schreiben an Raubahn zeigen. Errungenschaft freigespielt. Ich kann Errungenschaften freispielen. Okay. Und jetzt? Moment, Begleiter, du hast eine Pfeife erhalten, mit der du deinen eigenen Begleiter herbeirufen kannst. Um das Kommando Begleiter rufen zu erlernen, musst du zunächst die Pfeife benutzen. Aber ich habe noch keinen Begleiter, nur mal so nebenbei bemerkt. Ich weiß, oder ich wusste zumindest mal, wie das geht. Ach genau, hier im Begleiterverzeichnis. Da konnte ich mir die angucken, aber die sind wohl nur auf den jeweiligen Char, ja, bezogen und nicht auf den Char mit, also nicht auf alle bezogen. Ja, wieso kann ich das jetzt hier gerade nicht zumachen? Jetzt. Um deinen Begleiter vorzuschicken, das ist auch alles klar. Begleiter erzeugen keine Feindseligkeit, nehmen aber auch nicht an Kämpfen teil. Das ist auch klar, die sollen einfach nur hübsch aussehen. So, nein, ich wollte eigentlich nicht mit dir sprechen. Ich wollte eigentlich nur ein wenig den Kopf drehen und ja, quasi meine Ab... Hallo? quasi meine Abmoderation für heute machen, weil, ja, ich weiß nicht, was noch da auf uns zukommt. Ja, volles Deutsch heute. volles Deutsch, tolles Deutsch meine ich eigentlich. Ja, um es kurz und knapp zu machen, wir haben schon sehr spät in der Nacht. Ich kann kein vernünftiges Wort mehr sagen, wie ihr schon mitbekommt. Und hat die Frau... Achso, das ist ein Typ. Ich dachte, das wäre eine Frau. Der hat nämlich einen Bart. Ich war gerade ein bisschen... Okay, gut. Ich sage, ich bin heute ein bisschen verwirrt. Ja, ich weiß, nicht nur heute. ja, ich... werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal das Video beenden und da muss ich mal schauen, wie es weitergeht. Also ich würde schon gerne erstmal die Sachen beenden auf Limsa Dominsa. Da sind ja noch die Gilden, die ich noch machen muss. Ich werde da wahrscheinlich, wie gesagt, nicht alle aufnehmen, aber zumindest, wenn wir mal in eine neue Gilde reingehen, uns das Ganze ansehen, so die ersten ein, zwei Aufgaben vielleicht, die werde ich auf jeden Fall aufnehmen, damit ihr wisst, worum es hier geht und ja,
was man da so im Groben macht, beziehungsweise für bekommt, wenn man in so eine Gilde geht. Es gibt ja unterschiedliche Gilden, auch unterschiedliche Kampfgilden, sage ich mal. Die einen kämpfen mit den Fäusten, die anderen mit den Speeren, die anderen mit den Äxten und so weiter. Und ja, dass wir da einfach mal so einen Blick reinwerfen, was wozu gehört und wie gesagt, so die ersten zwei Level oder so vielleicht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die weiteren Level auch aufzunehmen. Das werde ich dann ja spontan entscheiden. Aber ich denke mal, wenn wir so die ersten zwei, vielleicht drei Level mal aufnehmen, dann sieht man ja schon, was das für Gilden sind und ja, womit man es da zu tun hat. Weil gerade bei den Handwerksgilden sind die Sachen natürlich relativ gleich. Man kriegt natürlich andere Aufträge, bessere Sachen, die man herstellen muss und größere Aufwände, sag ich mal, wie man die Sachen, also die Zutaten zum Beispiel beim Koch oder die Materialien dann beschaffen muss. Aber vom Grundaufbau, sage ich mal, ist es ja mehr oder weniger immer gleich. Deswegen schauen wir mal, wenn sich da eine Geschichte jeweils entwickelt, dann werde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Dann werde ich auch die restlichen Stufen mit aufnehmen von den Gilden. Das ja, weiß ich aber noch nicht so genau. Bei den Druiden weiß ich, dass sich eine Geschichte entwickelt. Das werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Beim Gärtnern ist es mir nicht so aufgefallen. Deswegen, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, da schauen wir dann dementsprechend spontan nach. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurückkehren in meine Heimat sozusagen, die Heimat der Hermetiker, und werde dann da schauen, was wir da noch machen können. Und wenn wir da so weit durch sind, halt eben auch mit den Gilden und so weiter, dann werde ich auf jeden Fall auch die anderen Städte bereisen und da entsprechend weitermachen und dann auch weiter leveln. Versteht sich dann von selbst. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao!